Dann lege ich, sobald der Bolzen geladen ist, tja, kurzen Augen, 15 Kampfrunden, lege ich an, knie mich ab, sodass der Dreibein auch wieder Haft hat. Und nach kurzem Schauen durchs Fernrohr drücke ich dann auch ab. Ich will Mittlerweile jetzt hat einmal sich der provisorisch. Himmel weiter verdunkelt und ihr könnt sehen, wie der Hafen wohl auch in ein blaues, wabendes Schimmern, ein Schmier getaucht ist und ein Licht, was wohl vom Hafen selbst ausgeht. Die Wände von der Lagerhalle sind rau glitschig, fast verholzt, auch wenn die Wände selbst aus Holz bestehen sollen, aber so sehr verholzt oder rau glitschig, wie sie sind, erinnert das fast an Wal oder an Haihaut. Es gibt hier zu eurem Erstaunen einen sehr angenehmen Geruch und zwar nach frischem Würselkraut, der Boltax einen Schauer über den Rücken laufen lässt und der euch anderen dann eher verwundern lässt. Man kann allerdings auch das Salz so ein bisschen auf der Zunge schmecken. Alles um euch herum ist chaotisch. Geht's hier irgendwo runter? Ja. Runter, sofort. Ihr könnt sehen, wie Diamantis seinen Dreibein ein weiteres Mal aufgebaut hat, angelegt. Der Schuss kracht. Das war der Bolzen von Abelmir, ja? Der war es, der Pandenemo. Der Pandenemo. 40-Schritt Pandenemo. Würfel mal bitte deinen Schaden aus auf einen weiteren Kultpriester. Auf 100 Schritt hatten wir gesagt. Oh, zweimal geworfen, wir nehmen natürlich den ersten. Der obere. 23 ist das der letzte Schaden. 23, genau. Ja, in wohin? Stimmt, Trefferzone. Kopf. Kopf. Mit Ansage. Ja, dann explodiert auch er in einem Funkenregen bzw. in einem blutigen Schleim. Denn der Schaden wird verdoppelt. Aus 23 machen wir 46. Er hat keine Rüstung. Das, was dann folgt, ist Schwärze. Abelmir, Pantenepro. Ja, es bildet sich ausgehend von diesem Bolzen, bildet sich zuerst ein kleiner Punkt. Am Kopf dieses Kultisten, der sich weiter über diesen Boden ausbreitet und Tentakeln und Mäuler bilden sich aus diesem Boden hinaus und schlagen nach den Kultisten, zerren sie die Mäuler und werden auch von den Ranken zerrissen und ein großes Geschrei geht aus von diesen. Und dieses Geschrei setzt sich über den gesamten Hafen hin fort. Das blaue Leuchten des Unheiligtums verstärkt sich. Und du kannst sehen, wie dein Panthenebrum wächst und wächst und wächst. Meister Abelmir, soll das so groß werden? Nun, es war nicht vorgesehen, aber es scheint ein gewisser Nebeneffekt dieses Unheiligtums zu sein. Nun ja, Oh Götter, die Kollateralschaden. werden alle zerfetzt. Und es sind Kultisten. Serafim würde einmal aber mir die Hand auf die Schulter legen. Erinnert mich nochmal daran, nie euer Feind zu werden. Jetzt wunderschönes Schauspiel. Runter, sofort! Boltax kann den Weg anführen. Eine Rampe, es gab wohl einige Kräne, die hier das Ganze hätten verladen lassen können, aber hier könnt ihr dann in der Industriehalle weiter nach unten tauchen. Es gibt hier nach wenigen Schritten, die ihr nach unten gegangen seid, eine dreckige braune Brühe, die den Gang füllt. Ihr müsst tauchen. Nee, sehe ich nicht so. Alle anderen müssen tauchen, es sei denn, Boltax hat jetzt eine Idee. Ja, Boltax, hier geht's nicht weiter. Was na, tun wir? wir gehen durch hindurch. Ja, und dann würde ich meinen Weg durchs Wasser machen. Also meine Wasserblase. Ja. Das Schwarzpulver dankt. Ich schlage eine Sonnenscheibe und bitte Preis um Verzeihung. Passe mir an meinen Schlangenring, schüttle mich wie ein nasser Hund und wirke dann mein Ritual. Das geht zum Glück recht schnell. Schauen wir mal. Muss es. Ja, das ist doch in Ordnung. Dann sieht es ja nicht so schön. Ich lese es gleich nochmal vor. Du hast Glück, denk daran. Was? Du Ja, hast Glück, denk daran. gut, dann wiederhole ich die 20. Schlechter kann es ja nicht werden. Nein, das 7.
Das wäre dann mit TAW 15. Ja, wenn man es braucht, ne? So für so einen Obsthändler will Fex das gar nicht, aber wenn man gegen Homeria-Kultisten zieht, dann ist es wichtig. Dann ja. Hilft Fex auch. Der geodische Wasserband, den hatten wir ja das letzte Mal. Und zwar, der Zauber erschafft ein Schutzfeld gegen Wasser aller Art. Seien es nur Regentropfen, hohe Luftfeuchtigkeit oder die Tiefen des Meeres. Der Geode ist von einer etwa 3 Finger dicken Zone aus Luft umgeben, dass kein Wasser zu ihm vordringt. Auch starke Wasserströmungen beeinträchtigen ihn nicht. Andererseits ist es ihm auch nicht möglich zu schwimmen. Er sinkt unweigerlich zum jeweiligen Grund hinunter. Allerdings richtet die Atemluft nur für RKP-Stern-Spielrunden. Gegen elementare Wasserattacken schützt der Zauber als zusätzlicher Rüstschutz in Höhe der RKP-Stern. Wie groß ist die Blase? Die Blase ist, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Es ist ein langer, überfluteter Gang und ihr könnt nur hintereinander, nicht nebeneinander. Ja, dann hätte ich die 14 Schritt Radius. Ja. Nicht 14 Schritt Radius, Moment. RKW Schritt Radius um ihn herum, also bis zu 15 Schritt. Kann ich RKW, also den Ritualkenntniswert und nicht die Sternchen. Ja, richtig. Also aber sagen wir etwa 30 Mann. Die kostet mich pro Schritt Radius 7 ASP, deshalb werde ich den nicht so groß halten, sondern nur recht klein, dass erstmal nur wir Helden da durchgehen können und die Torwalle halt hinterher, die Trollzacker hinterher tauchen müssen. Also okay. Dann drei, also im Grunde dann 6 Schritt Radius. 6 Schritt? Für 6 Helden. Dann brauchst du 3 Schritt Radius für 6 Helden. 3 Schritt Radius. Sorry, ja. Ich kann rechnen. Ich bin mathematisch begabt. 3 Schritt Radius, dann kannst du 21. Die ASP dafür abziehen. Und genau. Ihr selber könnt durch den Brackwasser gefluteten Gang schreiten. Diamantas ist, wie gesagt, sehr glücklich darüber, dass seine Arbalone und Balestrinas nicht in Anspruch genommen werden. Auf dem Weg dorthin könnt ihr einiges an Pflanzen erkennen, die hier herumwuchern. Blasentang, Karlokblüte. Und Jalan kann auch noch in einem der Abzweigungen einen Morphor kennen, der euch anblickt aus glubschigen Augen. Hat er überhaupt Augen? Einige Stacheln, die wohl in euch ausgerichtet werden, aber nicht abgeschossen werden. Ich danke innerlich allen Göttern für den Märtyrer Segen, sonst hätte ich jetzt geschrien wie ein kleines Mädchen. Hinter euch müssen die Trollzacker dann selber schwimmen. Sie sind körperlich sehr bewandert und können schwimmen, auch wenn sie es nicht gerne tun, vor allem nicht im Salzwasser, aber es ist Brackwasser und dementsprechend nicht salzig. Die Regeln zum Tauchen sind Ausdauer geteilt durch 10 mal den Schwimmen-THW und weil die Ausdauer von den Trollzackern unglaublich hoch ist, werden sie die 25 Schritt sehr gut tauchen können. Als Beispiel, Tsunami, wie hoch ist denn dein Tauchenwert? Beziehungsweise wie lange kannst du tauchen? Das hatten wir beim letzten Mal ausgerechnet. 24 Meter. Okay. Das heißt, du würdest in diesem Gang, solltest du tauchen müssen, 45 Schritt, würdest du über die Ertrinkenregeln gehandhabt werden und hättest es nicht geschafft. Beispielsweise Boltags, wie lange könntest du tauchen? Weitaus weniger. Weil dein THW in Schwimmen nicht so hoch ist? Ja, aber ich habe Wasseratem und Meisterhandwerk Schwimmen. Also das ist ein bisschen schwierig bei mir zu bemessen. Ja. Also ich kann theoretisch so lange tauchen, wie ich möchte. Aber naja. Aber entlang oder der Regeln. Spazieren gehen. Ja, entlang der Regeln könnte ich. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Also dieser Gang wäre ohne Zauberei oder Hilfswerk für gute Schwimmer zu bewältigen. Für andere Leute wäre das sehr, sehr schmerzhaft geworden. Nur 12 Meter könnte ich. Also entsprechend nicht mal die Hälfte. Schlingelt sich dahin, beschreibt viele Windungen und abrupte Richtungswechsel. Es geht viel zu große Stufen hinab, dann wieder hinauf. Die Orientierung leidet, Wahnvorstellungen, die Folge. Riesige Muscheln stappen nach euch, den unerwünschten Eindringlingen. Aus den Tiefen des Tempels ertönt ein dissonantes Brüllen, ein kakophonischer Gesang. Eine Kartografierung ist hier unweigerlich
scheitern. Nach den Gesetzen der Logik müsste sich der Tunnel an vielen Stellen selbst durchdringen. Doch offenbar gelten die Gesetze der Metaphysik in diesem Gebäude nicht mehr. Das Innere des Tempels ist kaum dazu angetan, das schreckliche Gefühl des Hasses zu unterdrücken. Die Wände sind voll mit abschreckenden Bildnissen. Unaussprechliche Götzen starren auf euch herab. Gewaltige, bröckelnde Statuen kosmischen Schreckens säumen euren Weg. Viele Wände sind mit fremdartigen Glyphen bedeckt, die, solltet ihr sie lesen können, in den Wahnsinn treiben. Die Halle ist groß. Sie ist unmöglich einzuschätzen. Vielleicht 50 Schritt, vielleicht 70, vielleicht auch nur 30, mit ebensolchem Durchmesser. Sie hat mehr Ähnlichkeit mit einer Unterwasserhöhle als mit einem künstlich hergestellten Tempel. Die Wände sind unter einem dichten Bewuchs aus Muscheln, Korallen und giftig wirkenden Nesseltieren verborgen. Der Boden ist seltsam glatt geschliffen, doch zahlreicher Bewuchs klafft auf ihm und er ist nass. Die Halle ist gefüllt mit zahlreichen Kultisten, die in einem merkwürdigen Singsang eine grauenvolle Stele aus Krakensilber erblicken. Dort hinter, an einem Ritualplatz, könnt ihr ein schwarzes Ding erkennen, das hinter der Statue hervorquillt. Eine blasenwerfende, dampfende Masse, bestückt mit wahllos verteilten Augäpfeln und klaffenden Mündern. Aus dem amorphen Körper bilden sich immer wieder Tentakel, die wie Protuberanzen hervorschnellen, nur um wieder mit einem schmatzenden Geräusch vom Körperschleim aufgesaugt zu werden. Ihr seid da. Was wollt ihr tun? Wie weit ist die Stele von uns entfernt? Unmöglich einzuschätzen. Ihr Winkel verschmieren. Aber ich kann sie sehen. Ja. Gut. Dann würde ich an meinen Schlangenring erneut fassen. Und ich würde mich auf die Stimme meines Bruders konzentrieren, den ich das letzte Mal Dergel vernommen habe. Einmal tief einatmen, einmal tief ausatmen und flüstern, Bruder. Und dann würde ich meinen Bruder Simax, den Wasserelementar, den elementaren Djinn des Wassers rufen. Gebunden durch die Kraft des grauen Mannes, in dein Schlangenring gezwungen, gebeten. Der graue Mann antwortet seit einiger Zeit nicht mehr. Aber Simax ist da. Bruder, schön, dass du mir in dieser schweren Zeit beistehst. Sieh, diese Stele verspottet alles, wofür wir stehen. Vernichte sie. Jetzt kommt die Kontrollprobe. Einen Moment. Die wäre gelungen. Dämonisch verzerrtes Territorium plus 12. Auch dann ist sie gelungen. Ja, mit der 3 müssen wir da nicht lange diskutieren. Tatsächlich, selbst durch dämonisch verzerrtes Territorium gibt es nur eine Erschwernis von 2, nicht von 12. Okay. Wie gesagt, er ist schon herbeigerufen. Es geht jetzt nur noch um die Kontrolle. Und der Befehl entspricht auch noch seiner Gesinnung. Aber wie gesagt, ja. Alles wunderbar. Ja, und dann würde ich ihn bitten, für 50 ASP einen Aquafaxius, Aquasphero auf den Monolithen zu werfen. Simax blickt sich um, nickt dir zu. Es gibt nur noch ein blasenwerfendes Bruder von ihm. Und dann richtet er seinen Arm in Richtung des Monolithen aus. In einer gewaltigen Explosion wird er einen Aquasphero elementar reinen Wassers auf die Stele schleudern. Dabei könnt ihr hinter euch die Trollzacker hören, die aus dem Wasser herauskommen, pudelnass, braun und schlammig. Einige haben wohl noch große Spieße in sich klaffen. Irgendwelche, der Morpho, der da mit seinen Stacheln nach ihnen geschossen hat. Sie lachen aber über den Schmerz, gucken sich um, der Gesang in der Halle verstummt. Eben hatten sie allesamt gesungen und sich aufgerichtet.
während der Wasserball von Simax auf das Ganze zurast. Alles wie in Zeitlupe. Was wollen derweil die anderen tun? Wie lange hätten wir gebraucht, um hier reinzukommen? Ja, ihr blickt also euch wie gesagt um und kommt jetzt aus diesem Inneren dieses modrigen Ganges nach oben. Habt ihr euch kurz umgeblickt, da hatte dann Boltax auch nicht lange gezögert. Also du würdest sagen, 10 Sekunden, 15 Sekunden hatte ich euch umgeblickt. Boltax hat einfach reagiert. Gut, ich hätte nämlich schon in der Blase angefangen, meine Abalone ein wenig zu laden, aber 15 Sekunden, da sind wir noch nicht fertig mit. Dauert 15 Kampfrunden, das heißt 30 Sekunden. Gut, das heißt, du bist immer noch am Laden und Abelmir, fangen wir mal dich. Diese Kultisten blicken, die haben die uns schon bemerkt. Jetzt ja. Boltax hat, also wie gesagt, du stehst da gerade 10 Sekunden mit offenem Munde, 15 Sekunden und plötzlich greift Boltax an seinen Schlangenring und holt seinen Bruder raus. Jetzt habt ihr die Aufmerksamkeit von allen. Ich würde meinen Ignisphäre aus meinem Stab hervorrufen und auf die dichteste Menge im Zentrum, wo diese Haifisch-Menschen stehen, diese Haifisch-Dinger, kann ich die sehen? Humeria, ja, sind das. Humeria. Ja, das ist ein Pro plus 6, wie gesagt. Und dann mit einem Radius, ich würde einfach mal 14, 15. Ich zeichne den einfach mal kurz so ein mit 15 mal 15. Einen Ignisphero. Ein Ignisphero, genau, mit 6 ZFP, also 5W plus 3 waren es, glaube ich, dann. Ja, dann kannst du die 5W6 würfeln und pro Meter Entfernung, ich glaube wahrscheinlich dann mit dem Koloss hier als Zentrum, der andere steht irgendwo daneben. Oh. 24 plus, die Plus hat das so schon drin, dann bekommt er 24 Schadenspunkte. Ja, ich glaube Trefferpunkte, glaube ich, sind das. Trefferpunkte. Rüstung wird abgezogen, seine Rüstung ist beim Humeria 5. Ja, er verliert noch 2 Rüstungspunkte durch zweimal 20. Ja, also die natürliche Rüstung ist das ja. Also er ist jetzt so nicht gerüstet. Aber er bekommt auf alle Fälle Schaden und alle, die um ihn herum stehen, dementsprechend ebenso. Du kannst davon ausgehen, die Kultisten sind nicht tot, aber brennen und haben zahlreiche Wunden, sind also für diesen Kampf nicht mehr von Relevanz, während sie versuchen, sich zu löschen in dem braunen Brackwasser. Die sind also erstmal mit sich selber beschäftigt. Zulamin. Ich ziehe meine Säbel und stelle mich schützend vor Boltax, wenn der da mit seinem Schlangenring noch beschäftigt ist. Versuche mich irgendwie in diesem Wabern und den verzerrten Raumverhältnissen zu orientieren. Ja. Diamantes wollte nachladen, Rafim. Ja, Rafim brüllt den ersten Trollzackern, die hochkommen. Direkt ins Gesicht. Kurga, da hinten sind sie. Ich will sie alle tot sehen. Bringt mir ihre verdammten Köpfe. Und dann stürzt er sich auch schon selbst auf den ersten Kultisten. Okay, dann kommen die ersten Trollzacker an, die dann auffächern und in so einem Halbkreis auf die einstürmen. Ihr könnt davon ausgehen, dass jeder Kurga wahrscheinlich gegen 3, vielleicht 4 Leute zieht. Die haben allesamt Dolche und würden dann anfangen, mit den Dolchen nach ihnen zu stechen. Die Trollzacker genießen den Schmerz, empfangen ihn selig und hieben mit ihren Äxten derweil Schädel und Knochen und Fleisch. Währenddessen strömen jeden Augenblick weitere Leute aus dem Gang auf euch ein, beziehungsweise an euch vorbei in diese Szenerie. Jalan ist mir erst mit dem Feuerball wirklich aus seinem Verwundern geschnappt und schiebt jetzt den erstbesten Helden mit sich voran. Los, vorwärts! Keine Zeit zu verlieren! Und los geht's. Und los geht's. Er ist nicht ganz sicher, was er eigentlich erreichen will, aber vorwärts ist die Richtung. Dann stürzt auch du dich in den Kampf gegen einen Kultisten. Ihr könnt sehen, wie der Aquafaxius in Zeitlupe von Simax abgeschleudert gegen den Monolithen prallt und an einer gewaltigen elementaren Explosion das Krakensilber schwer beschädigt.
Ein großer Bruchstück wird rausgerissen. Würfel mal bitte deine 5W6. Ja. Plus und die ZFB-Sternchen. Was hat denn der Djinn? Normalerweise, ja, 12. 12. Die proben okay. ihre Zauberfertigkeiten im Ring, wenn ich mich nicht täusche, auf eine W20 oder so ähnlich. Ja. Dann kannst du das auch mal machen. Ein W20. Ob das klar. ist bei Dämonen auch so, ne? Ja. 16. Das würfe ich, glaube ich, neu. Was denn? 16. Die 16? Ja. Die 7, dann ist es gelungen. Dann und hat er, was er unterwürfelt hat, ein ZF4-Stern über. Was sind das? Also 5. Also macht er 18 plus 5 Schaden. Nein, plus 3, ZFB halbe. Okay, 3. Die Kultisten selber werden herumgeschleudert. Wie gesagt, es gibt einen großen Spalt, einen großen Riss in der Krakensilber-Monolithen. Aber gut, die Kultisten hier oben, die werden rumgewirbelt. Es gibt zwei weitere Paktierer, die als solches auch zu erkennen sind. Einer mit einer gewaltigen Schere und einem Nachtwind an seiner Seite. Wir wissen nicht genau, ob es ein Nachtwind ist. Zumindest sieht aus wie ein großer Anderthalbhänder. Er ist zumindest ziemlich martialisch. Und einen weiteren aufgedunsenen Krakonia-Kultisten, der mit seinen Tentakeln umherwabert und etwas herumgeschleudert wird, aber jetzt nur noch umso wütender aussieht. Wirkt das elementare Wasser nicht in besonderer Art und Weise auf die? Ja, ist richtig. Verdoppelter Schaden? Mhm. Aber es reicht nicht. Ja gut, das hätte ja sein können. Ich würfel gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe, zumindest für den einen, 1, 2, ob der kampffähig bleibt, mit der 20 wohl. Was ist Selbstbeherrschung? Mut? Guck gerade mal nach, einen Moment. Mut K.O.K.K. Ja. Vermutlich seine Paradeeigenschaften. Ja. Also Mut auf alle Fälle. Er wird rumgewirbelt und kommt dann mit zwei Wunden, kommt er hier hin, kann aber weiter kämpfen. Und er hat auch zwei Wunden, sieht aber noch wesentlich rüstiger aus als der Anführer hier. Derweil das Schlachten beginnt und Jalan darf sich dem ersten Kultisten erwehren. Ein Malma-Kultist. Er hat eine Initiative von 12. Ja, ich lasse ihn kommen. Ja, du lässt ihn kommen? Ich sehe vorhin, orientiere mich. Wir müssen keine Ini auswürfeln, nur. Genau, ja, also er hat eine hohe Initiative. Er wandelt um. Er kümmert sich nicht um sein eigenes Leben und würde mit den Dolchen zweimal angreifen. Das eine Mal schafft er und er macht sagenhafte 1W6 plus 1. Nicht bestätigt, also sagenhafte 2 Schaden an dir. Jana ist noch ein wenig desorientiert, dass sich gerade aus einem Trollzocker vorbeigequetscht wird. Ich glaube, diese Runde einfach nur den Normal wegparieren. Bevor er sich in diesen Kampf hineinsortiert hat. Ich habe mich orientiert. Wie schätze ich als unbegabten Laien diesen Krakensilber-Monolithen ein? Groß, mächtig, angsterfüllend, verzerrt. Okay, ich meinte eher, was hat Boltags Zauber da gemacht? Monolithisch. Aber du würdest sagen, dass grob zwei Drittel der Stützstruktur weggebrochen sind. Man braucht wohl noch eine weitere Attacke, egal wie, aber irgendwas muss noch passieren. Okay. Und damit sind meine Aktionen durch. Ja, der Valmira springt durch die Reihen, beißt Köpfe, krallt nach irgendwelchen Dolchen, Händen, Beinen, die einfach brechen. Die Leute geben unter ihr nach und sie wühlt sich, vor allem will sie wohl auch von Rafim weg, der gerade tierhaft stinkt. Ja, Rafim, du merkst, Dolche, du hast wohl besonderes Interesse von den Kultisten erwägt. Plötzlich bist du abgeschnitten von deinen Gruppen. 6 Leute, die von allen Seiten auf dich einstechen. Allesamt machen sie 1W6 plus 1 Schaden. Ich verzichte auf den Schaden. A, weil du nicht weißt, wie viel du kriegst unter dem Märtyrersegen. B, weil dein Rüstungsschutz 12 ist. Ja, 17 an der schlechtesten Stelle, aber ja. Ja, okay, 17. Ja, du merkst, wie Dolche an deiner Rüstung abbrechen und sie weiter mit Fäusten auf dich einhieben. Ja, Rafim macht es genauso wie die Kultisten und das Verteidigen lässt, er greift nur an. Wie eine Sense von Boron oder von Kor flügst du durch die Reihen, schlachtest dich durch das lachend durch das Schlachtfeld schreitend von Ort zu Ort. Die Trollzacker tun es dir gleich, auch wenn sie zu Sokramar rufen und viele weitere Trollzacker, die auf euch einstürmen, beziehungsweise an euch vorbei und
diese 300 sind das wohl nicht, aber sicherlich mehrere hundert, 200, vielleicht sind es 200, die jetzt hier nach und nach unter den Hieben der Treuzacker sterben. Sulamin. Boltax, was tut ihr? Ja, wenn ich das sehe, dann würde ich... Moment... Sie Max ein weiteres Mal anschauen und ihn bitten, Bruder, noch einmal, dann ist es vollbracht. Ich würde ihn um das Gleiche noch einmal bitten. Kann er das Gleiche noch mal machen? Hat er noch ja. ASP? Ja klar, das hat nur 21 gekostet. Wie viel ASP hat er? Insgesamt 60. Plus 60? 7. Ja. Ach, Jenny sind so grottig. Wow. Er schleudert einen weiteren Aquasphäre. Er schafft's auch noch. Ja. Dies waren 9 Punkte, das heißt plus 5. Ja. Und währenddessen. Plus 5. 21. Wieder einmal rast in Zeitlupe der Ball auf den Monolithen zu. Yamantes, deine Abalone ist geladen. Ja, sie ist geladen. Ich beiß noch mal ein bisschen fester, als ich sollte, auf meine Zigarre rauf, aber kann mir ein Grinsen jetzt da bitzig geladenes nicht verkneifen und drehe mich in Richtung der Feinde. Welchen der Paktierer kann ich erblicken? Die Steine, ich weiß nicht, wie hoch die sind. Der Humeria-Koloss vergeht im Feuerball von Abelmir. Der andere hat sich wohl wieder gelöscht und kommt mit einer schwarz verkrusteten Oberfläche jetzt auf euch zu, vielleicht auf Mira, vielleicht auf Rafim. Dieser Malmer, das Kultoberhaupt, definitiv als solches zu erkennen, hat sich aufgerichtet, deutet mit dem Schwert in eure Richtung und fordert euch da wohl zum Duell, zum Rondra-gefälligen Duell. Zumindest würde er diese Einladung gerne aussprechen, während er dort mit seinen Zangen, mit seinen Mandibeln knackt. Der andere Krakonier wird wohl gerade mit seinen Tentakeln irgendwas zaubern. Du kannst sehen, wie serpentales Tentakeln auf euch zuzucken. 8 Stück. Ja, ich würde natürlich das Rondra-gefährliche Duell gerne mit meiner Abalone annehmen, aber ich glaube, der Zaubernde ist die größere Gefahr, weshalb ich auf den ziele mit meinem Fernglas. Kann ich an dem irgendwas Menschliches erkennen, also sowas wie Augen? Ich sehe da jetzt auf dem Bild keine. Hat er Augen? Er hat Augen, er hat viele Augen. Das ist das Problem. Ja, dann sollte es ja einfacher sein, eins davon zu treffen. Ich ziele auf die Augen. Ja, würfel mal eine Initiative. Kriegst du. Nur 18. Ja, du merkst, wie wohl auch er hat dich als Gefahr erkannt. Während das Oberhaupt wohl noch sowas wie eine Ehre hat, wird er jetzt versuchen, mit seinen 8 Würgetentakeln dich zu zerdrücken, die auch ebenso in Zeitlupe auf dich heranpreschen. 8 Stück. Gut, dann machen wir die Gefahr da aus, wo sie gekommen ist. Ich mache einen Schnellschuss, so kann ich meinen Schuss in einer Aktion durchbringen. Und schieße auf ihn. Mhm. Warum habe ich nur Fernkartenwert von 1 eingetragen? Keine Ahnung. Du hast vermutlich gerade einen Modifikator eintragen wollen, dann war es noch in dem Feld. Passiert mir auch dauernd. Ja, wahrscheinlich. Ich würfel einfach mal. Erschwernisse können wir danach berechnen. Ist das ein Schuss auf die Augen? Das heißt plus 10 automatisch. Du darfst auf den Schnellschuss nicht zielen. Aber Erschwernisse können wir ja berechnen. Du darfst halt nicht auf die Augen zielen. Stimmt, kein gezieltes Auge. Okay, aber ich kann eine Ansage machen, richtig? Ansage? Auch nicht in einem Schnellschuss. Nicht in einem Schnellschuss. Okay, egal, dann muss der Schaden ausreichen. Ich gebe natürlich drei Punkten Glück ein, die ich für diese Runde habe. Mhm. Wahrheit kommt wieder. Mit der 4 ist es gelungen. Schade. Das wären 22 Schaden. Ich muss kurz schauen, ob durch die Entfernung was dazu kommt. Boltax kann mir nochmal eine Initiative geben. Der Krakonier hat 15. Ach komm, dann würfel ich wohl auch mal. Ja, 40. Da kommen noch 2 Punkte drauf. 40? Also 24 Schaden. Also 40 ist die Distanz. So. Achso, da kommen noch 2 Punkte drauf. Okay. Während der Aquasphero noch weiter fliegt, kannst du ihm ins Auge schießen. Okay. Ja.
Ins Kopf, in den Kopf. Ja, damit der Schaden schon wieder verdoppelt und normalerweise siehst du, wie gesagt, wie jetzt 8 Tentakel auf dich zuschießen, die jeder 1W6 plus 3 machen. Da explodiert er und mit einem implodierenden Blob gibt die Schwärze unter ihm nach und er wird wohl in die Niederhöhlen gesogen. Dann explodiert der Aquasphero kurze Zeit später und die restliche Stele wird zerbrechen und umknicken. Zulamin. Zulamin hiebt derweil nach einem Kultisten, der irgendwie unter dem Arm eines Trollzackers hindurch getaucht ist und sich gerne Boltax vornehmen wollte. Er greift dich mit dem Dolch an, sagenhafte 1W6 plus 1 Schaden. Ja, dann pariere ich das vermutlich. Misslungen. Nein, ist es nicht, weil ich habe keine Inni gewürfelt und ich habe mindestens eine 1er Erleichterung. Ach so, weil du eine hohe Initiative hast. Ja. Ich glaube, sie kann gar nicht unter 20 kommen. Echt? Ja, das ist ja ein leichtes. Du stößt sie noch ein bisschen beiseite, während er auf dich zutaumelt. Der Dolch schneidet durch die Luft und dann kannst du mit deinen Säbeln ebenso herumwirbeln und ihm den Kopf von den Schultern trennen. Aber mir. Ja, ich würde derweil den Ausnasus aus dem Stab ebenfalls nochmal auslösen auf den hinteren Teil. Dieser wirkt, wie gesagt, eine Illusion von 70 Raumschrittgröße. Da ich ihn nur einen halben Schritt hoch wirke, hat er eine Fläche von 140 Rechtschritt. 140? Ja, also kannst du, weiß nicht, wie es aufteilen wird. Das ist der ganze Raum. Das ist weniger als man meint. Nein, die Kammer ist gerade mal 50 mal 50 Schritt. 10 mal 14 Schritt sind das, also das okay. Ist der ganze Raum, behaupte ich jetzt mal. Aus dieser Fläche wachsen ebenfalls diese das dunklen Schatten, Mäuler, Tentakeln und Krallen, ja. Und greifen nach diesen Kultisten. Ja, die Kultisten gucken dahin und wissen nicht genau, was zu tun ist. Sie würfeln mal eine Magiekundeprobe, ob sie wissen, was Panthenebrum Schattententakel sind. Doppel 20. Ja, wissen sie. Sie wissen auf jeden Fall, dass es nicht gut ist, egal was dabei rauskommt. Also, oder normalerweise... Ist dumm, um Angst zu haben? Normalerweise ist es abhängig von der Realitätsdichte. Ich habe ja ZFP 8. Ja. Sie haben gepasst, also nicht gekriegt. Das ist schlecht für die. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn sie eigentlich sollten sie es nicht schaffen, damit sie nicht wissen, was passiert, aber ein Patzer ist immer schlecht und dementsprechend ich mache eine Mutprobe. 19. Ihr könnt sehen, wie es hier wohl einen weiteren Gang in Richtung des Hafens gibt. Und sie müssen da auf alle Fälle schwimmen durch dieses brackige Wasser, aber sie werden sich allesamt wohl in Richtung des brackigen Wassers fliehen und dann versuchen, raus auf Richtung des Hafens zu schwimmen. Höchstwahrscheinlich werden sie durch die Pforte des Grauens eingesogen. Die Tentakel und Mäuler schlappen trotzdem nach ihnen. Ja, das ist ja richtig. Und sie bekommen sicherlich auch Schaden, weil sie wissen, was passiert, aber sie würden trotzdem versuchen zu fliehen. Sind das nicht auch nur TPA, die man bekommt von Illusionen oder so? Ja. Das kommt dazu. Ja, dann werden sie es wohl rausschaffen. Aber sie glauben, sie sind verletzt. Und zumindest die Mutprobe haben sie nicht geschafft mit einer 19, also allesamt fliehen. Möchte Rafim noch irgendwem die Köpfe einschlagen? Das rondergefällige Duell vom Malmakult-Oberhaupt ist zumindest abgebrochen, nachdem die große Wasserexplosion von Simax ihm beim zweiten Mal den Rest gegeben hat. Es gibt keine rondorduellige Forderung mehr. Oh. Ja, Rafim würde da natürlich, wie es sich für ein Chorgewalten gehört, einfach einen Schritt nach dem anderen machen, bis sich irgendjemand mal zeigt, mit dem man sich auch wirklich messen kann. Ein letzter Vertreter Humeria. Schwarz brennt. Ja, auf. Trak wollte ihn gerade angreifen, aber du bist der König. Dementsprechend lässt er dir den Vortritt. Ja, Rafim, haut drauf. Mal in der festen Überzeugung, dass der auch nicht pariert, so groß wie der ist. Schön Wuchtschlag. Ja, er wird natürlich nicht parieren. Ich muss gerade mal schauen. Die Malma. Die Humeria. Er hat keine Hellebarde, sondern aktuell nur Scheren und er möchte zweimal Scheren nach dir. 1, 2. Herrlich.
Das erste Mal nicht gelungen, das zweite Mal ist umgewandelt, auch nicht. Doch, ist getroffen. Ist auch gelungen. Ja, ist umwandeln getroffen. Ist nur plus 4. Er ist auch ein großer Gegner, also die Distanzklasse würde bei ihm keine. Nee, macht nichts. Genau. Ich mach schon mal den Schaden an dir. Sind sagenhafte 10, ist also egal. Machen wir es kurz. Es dauert ein bisschen länger, aber du kannst ihn schlachten. Schneidest ihm die Scheren ab, schneidest ihm Stück für Stück in kleine Hälften, bis du dann ein gewaltiges Grollen vernehmen kannst. Und zwar aus der Richtung, wo die Kultisten verschwunden sind. Erlan haut unterdessen seinem Kultisten die Faust ins Gesicht. Was an sich ein gutes Manöver wäre, wenn man eine freie Hand hätte. So ertönt irgendwo aus seinem freien Unterarm ein Knacken, das ihn ohne den Märtyrersegen sicherlich schreiend zu Boden geschickt hätte. Aber den Kultist haust nieder, also was soll's. Ich finde mich. Ja? Ich finde mich derweil an meinen Bruder. Oh, Simax, die haben wir ordentlich nass gemacht. Nun komm wieder zurück zu mir. Ja, und ich würde ihn bitten, wieder zurück in meinen Ring zu treten. Nee, ich glaube, er hat keine Lust. Er möchte noch hier bleiben. Ja, er schüttelt mit dem Kopf und wird sich dem Krakensilber annehmen und jetzt langsam wasserartig, wie er ist, rüberschweben. Währenddessen könntest du sehen, wie der gewaltige Kopf, die Tentakel, Glieder, die Füße und die Scheren eines rot-schwarzen Malmas sich durch das Loch schieben. Derweil zerquetschte Kultisten, die noch an ihm kleben, zerbrochene Gliedmaßen, aufgeschubbert durch irgendwelche Höhlenteile, die der Malma natürlich ignoriert hat. Könnt ihr sehen, wie der Malma von Janka jetzt auch nach euch und der Grotte greift. Und während die Stele einstürzt, könnt ihr wohl auch sehen, wie Wasser von oben eindringt und die Höhle nach und nach vollläuft. Was wollt ihr tun? Voltax? Ja, wir sollten fliehen. Flieht, ihr Narren. Ich pfeife auf, ich stecke mein Schwert weg und pfeife auf zwei Fingern nach Rafim und seinem Bären. Und dann nehme ich die Beine in die Hand. Ich rufe nach Mira, stellvertretend für Rafim. Sie kommt. Natürlich kommt sie. Gut, dann tätschle ich ihr die Schulter und lobe sie. Braves Mädchen. Und sehe ihr blutverschmiertes Maul. Komm, weg jetzt! Weitere Kultisten, die unter dem gewaltigen Gewicht des Malmes zerquetscht werden, er kümmert sich nicht um seine Anbeter. Er ist sauer, er ist wütend. Wie wollt ihr aus der Höhle fliehen? Schwimmen oder gehen? Ich hoffe, Minion Boltax hat einen Plan. Ja, ich mache noch einmal die Wasserblase, allerdings kann ich die nur noch für mich machen. Es tut mir leid, ich habe nicht mehr genug ASP, um die nochmal für uns aber alle zu. Aber die Blase machen. Ist trotzdem um ihn herum. Das heißt, ja. Wir können allenthalben kurz den Kopf hereinstrecken und Luft holen. Das ist richtig. Nein. Na gut. Ich schwinge mich auf Miras Rücken. Ich habe gehört, Eisbären können sehr gut schwimmen. Ja, ist richtig. Ich werfe Boltax einen kleinen Beutel hin, der mit Schwarzpulver gefüllt ist. Pass auf den für mich auf. Natürlich, natürlich. Ich greife dir mal in meinen Rucksack, kram da hin herum und kram so ein paar Knospen raus. Hier, nehmt. Kayubo. Wir haben Purpurwasser. Das auch, ja. Finden wir. Ich weiß nicht, ob wir so bei haben, keine Ahnung. Habt ihr genug? Danke, Abelmir. Essen? Runterschlucken? 5 Knospen jeweils. Rafim, willst du kämpfen oder fliehen? Ja, ich organisiere, dass die Trollzacker sich vernünftig zurückziehen. Ich will hier keinen gegen den riesigen Hummer verlieren. Den schnappen wir uns an Land. Ja, das Problem ist, dass Abelmir, Boltax, die diskutieren da wohl gerade noch über irgendwelche Zauber, über Alchemie, die sie dabei haben oder nicht dabei haben. Ich diskutiere hier überhaupt nicht. Ich lauf los. Also niemand diskutiert hier. Ich habe die Leute unten 5 Knospen hier heute in der Hand gedrückt, also 3 Leute. Und während Rafim das sieht, kannst du sehen, wie ein Trollzacker von dir zumindest von den Scheren nach Ohr gehoben wird. Und es gibt einmal ein Knacken, der befreit sich allerdings und humpelt dann verletzt zurück, um evakuiert zu werden. Kann ich irgendwie Kriegskunst würfeln, dass sie sich schnell zurückziehen?
Ja, es geht vor allem darum, dass deine Begleiter da im Gang noch viele Spirenzchen machen. Die Treuzacker würden das natürlich alles tun, aber deine Mithelden machen da Blödsinn. Wir kauen hier Dinger und stürzen uns da rein. Sicher so. Gut. Genau. Ja, gut. Keine Zeit rein. Ihr damit. Kaut Kajubo, das heißt, ihr könnt schwimmen würfeln. Die Tauchstrecke ist dann quasi egal, weil ihr nicht ertrinken könnt. Ja, Rafim würde der Letzte sein, der sich auch ins Wasser stürzt. Und ich habe natürlich keine Knospen, weil woher soll ich die jetzt haben? Ja. Wie hoch ist deine Ausdauer? Meine Ausdauer ist eine 36. Ja, dann also aufgerundet eine 4 und dann Schwimm-THW? 12. Ich kann 48 Meter tauchen. Dann schaffst du es mit dem letzten Lungenvolumen durch den verdrehten Tunnel nach draußen. Oh, ein Punkt! In meinem Fall schwimmen oder reiten? In deinem Fall abrichten. Abrichten. Okay. Ich glaube Unterwasserbären ist keine gültige Spezialisierung. Du kannst dich nur noch festhalten und hoffst, dass Mira in die richtige Richtung schwimmt. Ja, wie gesagt, ertrinken könnt ihr nicht in dem Gang. Gemeinsam mit den Kajubo-Knospen lasst ihr die merkwürdige Kult, diesen Kult-Oberraum mit der nicht mehr vorhandenen Stele zusammenbrechen, mit Wasser volllaufen. Weiteres Brackwasser, was euch entgegen schwimmt, wenn ihr dann euch aus der Lagerhalle rauszieht und im Hafen von Janka wieder auftaucht.